Während die Gruppe die nächste Herausforderung ansteuert, stellt sich Erik im Camp alleine seinen Dämonen. Ich muss nachdenken über mich und meine Art und Weise, durch meinen Tag zu gehen. Ich habe mich sehr oft geprügelt. Ich war 10 Jahre Crystal Meth abhängig. 2018 haben meine Frau und ich einen harten Schicksalsschlag erleiden müssen. Es kam raus, dass sie mit 17 vergewaltigt wurde. Und seitdem führen wir im Grunde genommen Gerichtsprozesse und ich habe Angst, dass ich vielleicht jetzt gerade funktionieren muss und dann vielleicht dadurch schwächer werde und meine Aufgaben nicht erledigt bekomme. Es zehrt so extrem an unserer Liebe und unserer Verbindung. Bei Unbreakable arbeiten die Prominenten nicht nur körperlich an sich, um stärker zu werden. Sie werden auch psychologisch gefordert und betreut. Life-Coach Nadja kümmert sich um den 32-Jährigen. Hallo Erik. Ich habe gehört, du hast heute Morgen was erlebt. Ja, habe ich, ja. Wollen wir die Zeit nutzen, die du hier verbringst, und miteinander sprechen? Hm? Dann komm mit. Der zweifache Familienvater setzt sich selbst unter enormem Druck, immer funktionieren zu müssen. Immer für andere stark zu sein. Jetzt kann er das nicht mehr. Warum bist du heute hier und nicht mit den anderen bei der Aufgabe? Ich habe mich am Rücken verletzt und kann dementsprechend die Leistung nicht erbringen. Okay, was bedeutet das für dich? Ja, es ist gerade schon auf sehr harte Weise passiert. Ich bin mir selber begegnet. Und was heißt das, du bist dir begegnet? Wie ist es passiert? Ich bin mir begegnet, indem ich in den absoluten Stillstand gegangen bin. Eine extreme Erfahrung für den Kämpfer. Ich mache das normalerweise nie. Also diesen Zustand kenne ich noch gar nicht. Ich habe von ihm gehört, ja, dass es Menschen gibt, die meditieren, die eben in so einen Zustand kommen, wo sie mit sich selbst in Kontakt treten und so weiter. Aber ich hatte bisher immer Angst davor. Und da hast du dich entschieden, dir diese Ruhe zu gönnen? Ja, also mich dem auszuliefern, weil ich wusste, ich werde das nur zulassen können, wenn ich es schaffe, mich nicht zu bewegen. Ja. Ist das nicht ein bisschen paradox, dass man quasi diese Ruhe braucht, um die andere Tiefe zu spüren? Also aus dem ewigen Tun und sich beschäftigen rauskommen muss, anhalten, um plötzlich was anderes zu erfahren? Ja. Das Wichtigste, so hat ihn diese ruhige Stunde allein im Camp gelehrt, ist vielleicht teilweise auch wirklich Zeit für sich zu nehmen, abzuschalten, im Flow zu sein, zur Ruhe zu kommen, Bilder zu sehen, nur aus diesen Bildern den nächsten Schritt zu entscheiden. Also ich bin jetzt eigentlich gerade ziemlich gelöst. Ich habe so viel geweint wie noch nie in meinem Leben. Das, was gerade mit mir da in diesem Zelt passiert ist, war für mich außergewöhnlich und wird mein Leben nachhaltig verändern. Wenn wir den Gedanken zulassen, dass wir gar nichts dafür tun müssen, um etwas zu sein, weil wir es schon sind, dann befreien wir uns von ein paar Karussellrunden, weil es hat ja niemand gesagt, Erik, du musst doch das und das machen. Du bist es. Ich werde es nicht sein, ich bin es. Du bist es. Ja, stimmt. Okay, gut. Damit wir uns in unsere bessere Zukunft aufmachen können, sollten wir uns bewusst sein, welche Ressourcen wir haben. Welche Stärken, welche Qualitäten, welche Potenziale. Wir haben was befreit, was losgelassen. Ein altes Verhalten, eine alte Verhaltensweise. Und dieses Loslassen hat natürlich Nachwirkungen. Ne? Das führt den Schauspieler zu einem extremen Schritt. Ich habe gelernt, dass, wenn du bereit bist, ein neues Leben anzufangen, du alles verändern musst. Und eben auch die Möglichkeit hast, dich einfach optisch zu verändern, um das nicht mehr zu verknüpfen mit dem, was dich so verletzt hat. Jetzt beginnt ein völlig neuer Lebensabschnitt für mich. Erik hat erkannt, dass man nicht immer irgendwelche Erwartungen erfüllen muss, um man selbst zu sein. Er ist heute ein großes Stück weitergekommen.